Völlige Eskalation bei Olaf Scholz. Er war gestern zu Besuch auf dem Stoppelmarkt in Vechta. Zunächst sah es aus nur nach einer kleinen Lüge von Olaf. Inzwischen bin ich überzeugt davon, er hat hier vorsätzlich eine Straftat begangen. Unser volksnaher Kanzler wird jetzt von Politik mit Kopf eben angezeigt, wie auch schon Karl Lauterbach und Jens Spahn wegen 108a Strafgesetzbuch der Wählertäuschung. Wie das mit den Landtagswahlen zusammenhängt und was es sonst noch zu berichten gibt. Die RKI-Files sind nämlich auch auf einmal Thema gewesen. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ihr werdet es sicher schon vernommen haben, wenn ihr News gesehen habt. Olaf Scholz hat gelogen auf einer Rede bzw. auf dem Stoppelmarkt in Vechta, wo er eine kleine Ansprache halten konnte. Er ist zuvor hier durch die Menge gegangen. Ihr könnt das neben mir hier sehen. Es wird immer mehr Polizei um Olaf Scholz herum aufgefahren. Er merkt wohl langsam, dass der Wille des Volkes inzwischen nur noch einer ist, in dem sich alle einig sind, von links bis rechts. Bitte, liebe Regierung, erlöst uns von dem Bösen und vergebt uns unsere Schuld. Also tretet von der Regierung zurück und vergebt uns unseren Wahlfehler bei der letzten Bundestagswahl. Wir wollen endlich Neuwahlen. Jetzt hat es sich Olaf Scholz nicht nehmen lassen, über die irreguläre Migration zu sprechen. Und er hat nicht nur die Fakten verdreht, er hat hier vorsätzlich gelogen. Und ja, jeder kann sagen, was er will, würde man zuerst denken. Aber im Vorfeld der Landtagswahlen, bei dem die irreguläre Migration das Hauptthema ist, um das es eigentlich geht bei dieser Wahl, obwohl es gar keine Landespolitik am Ende betrifft, so ist es hier von besonderer Bedeutung, dass Olaf Scholz folgende Worte gesagt hat. In den vergangenen Jahren haben wir die irreguläre Migration schon deutlich gesenkt, übrigens zusammen mit Ländern und Kommunen. Das ist ein großer Erfolg und zeigt, es geht. Erstens ist das hier eine glatte Lüge. Die veröffentlichten Zahlen sprechen genau 180 Grad entgegengesetzt, die andere Richtung, Frau Baerbock nicht 360. Aber am gleichen Tage, gestern, den 19. August 2024, hat Frau Faeser Folgendes gesagt. Auch im letzten Jahr bestimmte die irreguläre Migrationslage den Alltag der Bundespolizei. Im Bereich der unerlaubten Einreisen und Schleuserkriminalität waren Höchstwerte zu verzeichnen. Da waren Höchstwerte zu verzeichnen. Oh weh, Olaf Scholz, jetzt wird es langsam etwas eng. Denn ich habe eine Strafanzeige angefertigt und die stelle ich euch selbstverständlich kostenlos zur Verfügung. Adressiert ist das Ganze an die Staatsanwaltschaft Berlin, hier in der Turmstraße 91. Es geht um eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Wählertäuschung gemäß § 108 StGB gegen Bundeskanzler Olaf Scholz. Und da können wir gerne nochmal reinschauen, was in 108a Strafgesetzbuch drinsteht. Folgendes, wer durch Täuschung bewirkt, dass jemand bei der Stimmabgabe über den Inhalt seiner Erklärung irrt oder gegen seinen Willen nicht oder ungültig wählt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren bestraft. Jemand wird jetzt hier bei der Stimmabgabe über den Inhalt seiner Erklärung irren, weil die SPD in Form des Bundeskanzlers Olaf Scholz hier die Tatsachen verdreht, die irreguläre Migration ist auf einem Höchststand. Wenn man aber der Aussage unseres Bundeskanzlers hier Glauben schenken mag, ist sie im Sinkflug und das bewirkt hier am Ende, dass man bei der Stimmabgabe irrt über die Tatsachen bei der irregulären Migration. Olaf Scholz muss diese Informationen haben. Olaf Scholz muss auch immer beachten, dass egal wo er im Bundesgebiet öffentlich auftritt, es immer bundesweite Folgen, Konsequenzen und Auswirkungen haben kann. Und auch der Bundeskanzler muss vor den Landtagswahlen aufpassen, dass er den Leuten nicht nur Wahlversprechen macht, sondern dass er die Leute eben nicht täuscht. Ich bin gespannt, wie die Staatsanwaltschaft Berlin hier drauf reagiert. Ich mache das Ganze diesmal schriftlich per Einschreiben, denn auf meine Online-Anzeige habe ich bis heute außer dem Aktenzeichen keine Mitteilung bekommen. Wirklich interessant sind jetzt hier allerdings die Zahlen, die können wir uns auch nochmal anschauen. Die Asylanträge im Jahr 2021 190.000, 2022 244.000, 2023 351.000 und von Januar bis Juli dieses Jahr schon 153.000. Die polizeilich erfassten Fälle der unerlaubten Einreise 2021 41.000, 2022 66.000
und letztes Jahr 93.000. Diese Tatsachen belegen eindeutig, dass die Aussage von Olaf Scholz auf dem Stoppelmarkt in Vechta über die irreguläre Migration nicht der Wahrheit entsprochen hat. Es besteht hier der dringende Tatverdacht, dass diese Falschaussage dazu dienen sollte, die Wählerinnen und Wähler in ihrer Meinungsbildung zu täuschen, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Und der Bundeskanzler muss diese Informationen besser wissen, sonst wäre er kein Bundeskanzler. Ich bin gespannt, wie Sie sich diesmal wieder rauswenden wollen. Bestimmt mit dem Argument, dass die Aussagen in Niedersachsen getroffen wurden. Und da sage ich nochmal, das ist ganz klar hier, dass Olaf Scholz versucht, Wahlkampf zu machen, indem er die Öffentlichkeit belügt. Viel schlimmer ist es, dass das ganze Zelt in Vechta nicht widersprochen hat, nicht gepfiffen hat, nicht gebuht hat. Das heißt, die Schlafschafe, sie sind weiter in unzähliger Masse vorhanden und das ist wirklich bitter. Deswegen gibt es jetzt auch Auswandern mit Kopf. Sie haben einfach stillschweigend akzeptiert, dass der Chef von Deutschland, wie die Tagesschau das nennt, einfach Lügen verbreitet. Und Olaf, Lügen haben kurze Beine, groß bist du ja sowieso nicht besonders. Es wird hier wirklich spannend, ob man jetzt irgendwann endlich mal einen Staatsanwalt findet, der das Ganze dann auch endlich mal verfolgt. Denn selbst wenn du nur eine Geldstrafe bekommst für diese Wählertäuschung, ist die Nebenfolge nach 108c, dass du die Wählbarkeit verlierst. Dann wirst du kein Abgeordneter mehr. Und mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, wie man so schön sagt. Also nimm einfach deine viel zu hohe Pension und gehe. Olaf, please go home. Niemand möchte dich mehr haben und es gehört Mut dazu, das zu erkennen. Es gehört auch Mut dazu, sich zu entschuldigen. Es gehört aber gar nichts dazu, außer ein bisschen Arroganz und Selbstverliebtheit in der Öffentlichkeit pure Lügen zu erzählen. Und weil das Ganze mit dem Lügen und der Öffentlichkeit bei Olaf Scholz so ein kleines Problem ist, schauen wir uns jetzt nochmal eine Szene an. Er wurde von Reportern gefragt nach den RKI-Files und ihr könnt ja mal schauen, wie das Ganze dann abgelaufen ist. Ein Foto, Präsident. Herr Scholz! Herr Scholz, können Sie uns eine Frage beantworten? Wird es eine Aufarbeitung zu den RKI-Files geben? Komm mal hin. Ja. Herr Scholz! Herr Scholz, wird es eine Aufarbeitung zu den RKI-Files geben? Herr Scholz! Auf Wiedersehen, Herr Scholz! Ja gut, wir haben es versucht. Das laute Auf Wiedersehen habt ihr vermutlich noch gehört. Schaut doch mal, wie viele BKA-Beamte sie hier brauchen für die Fahrzeugkolonne. Auch der Kollege hier mit dem netten Bart. Ihr wisst, was ich damit meine. Aber jetzt schaut doch mal, ich lasse die Bilder noch ein bisschen laufen. Olaf, der Sonnenkönig, der König ohne Volk, das ist ihm nämlich abhanden gekommen. Er versucht hier auf den letzten Metern noch irgendwas zu reißen. Und ja, Olaf ist wirklich davon überzeugt, dass seine Regierung gut gehandelt hat. Olaf Scholz ist davon überzeugt, dass er wiedergewählt wird. Und lauter solche Fantasien und Fantastereien. Und wenn ihr das Zelt gesehen habt, in dem ihr diese Aussagen getroffen habt, dann muss man feststellen, es gibt viel zu viele Schlafschafe, die dem ganzen Schauspiel einfach weiter zuschauen. Und dann nach 14 Mal SPD wählen, jetzt überlegen, ob sie noch ein 15. Mal SPD wählen. Denn es ist einfach völliger Wahnsinn in Deutschland, wenn hier seinen Metzger selbst wählt. Ist ja wirklich so. Die Leute wollen das so, sonst hätten sie schon längst anders wählen können. Und jetzt werden sie demnächst dann der CDU auf den Leim gehen. Die CDU, die alles verspricht und am Ende dann mit Schwarz-Grün auf Bundesebene herauskommt. Es wird wirklich spannend, wie das Ganze noch ausgeht. Und viel spannender ist, wie viel dreckige Wäsche und Skandale man hier noch auspacken kann, um dieser Ampelregierung endlich den Garaus zu machen. Was ich mir am Ende von meiner Anzeige erhoffe, nun ja, einfach ein aktenkundiger Vorgang. Ich gehe mit 99%iger Wahrscheinlichkeit davon aus, dass man mir mitteilen wird, dass dieses Verfahren eingestellt wird, weil es an irgendetwas wieder mangelt. Wenn aber irgendwann mal wieder eine Regierung im Land dran ist, die die Gesetze auch auslegt, dass sie für alle gleich sind und nicht für manche gleicher,
dann kann man immer noch darauf verweisen, dass wir ja da einen aktenkundigen Vorgang hatten, der eingestellt wurde, und es hindert die Staatsanwaltschaft niemals etwas daran, das dann wieder aufzunehmen, solange es nicht verjährt ist. Und auch die Verjährungsfristen kann man im Bundestag dann, wenn man sowieso schon mal die Mehrheit hat in der Regierung, einfach verändern. Und das wird am Ende die große Angst sein der Altparteien. Zum einen, dass die AfD Akteneinsicht bekommt in alle Geheimunterlagen der letzten Regierungen und man dann erstmal das ganze Ausmaß des Schadens wirklich begutachten kann. Und zugleich, dass sie dann in der Lage wären, Gesetze so zu ändern, die gewisses Handeln von Politikern dann unter Strafe stellt, eventuell auch rückwirkend. Und davor haben hier dann wirklich einige Angst, dass sie dann doch mal schwedische Gardinen von innen sehen müssen. Und damit meine ich nicht die IKEA. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung. Kennst du schon Auswandern mit Kopf? Hast du dir schon das neueste Video angeschaut? Wie findest du hier meine Strafanzeige gegen Olaf Scholz? Ich gebe euch den Text selbstverständlich in der Videobeschreibung. Ihr könnt das Ganze dann in eurem Namen ebenfalls versenden. Ihr könnt das am besten nach Berlin senden, denn wenn sie da mal 100, 200 von diesen Anzeigen haben, bin ich mal gespannt, ob sie dann etwas tiefer gehen, prüfen oder es einfach wieder zu den Akten legen. Damit sage ich ciao, bis bald. Abonniere den Kanal X und Telegram für die unzensierten Bilder. Und bis zum nächsten Video.